Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Ausgabe der Magdeburg-Karriere hier in FIFA 21. Heute gibt es nicht allzu viel vor dem Intro anzukündigen, deswegen hier viel Spaß mit dem Intro. Danach kommen die Kommentare. Obwohl, eine Sache gibt's dort. Ich stehe kurz vor den 50 Abonnenten, deswegen bitte einmal voll machen. Viele sind es nicht mehr, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Zudem auch ganz gerne das Video liken, Kommentar schreiben, Abo dalassen und gerne auch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. 10 Klasse FCM. Blau-Weiß sind deine Siegesfarben. FCM. Du hast schon viele Fußballnarben. So, damit starten wir dann auch schon mal mit den Kommentaren und als erstes soll gesagt sein, schöne Grüße an dich, Johannes. Die Abiturzeit, die war sehr schön. So, kommen wir dann jetzt nur noch zu den Kommentaren, die halt was mit FIFA zu tun haben. Und ich würde sagen, als erste Frage nehmen wir natürlich die Gegner für heute. Zur Auswahl standen ja dort Kiel, Hamburg, Wiesbaden, Sandhausen und St. Pauli. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky, denn Kiel und der HSV wurden genannt, sowohl auch Wiesbaden und Sandhausen wurden genannt. Hamburg wurde zweimal genannt, einmal als Simulation und einmal als selbstgezocktes Spiel. Deswegen würde ich sagen, wir werden heute auf jeden Fall gegen den HSV spielen. Und ich würde sagen, ich habe Bock auf eine Rache an den SV Sandhausen. Das wären die zwei Spiele, die wir heute selbst spielen. Dann nehmen wir noch eine normale Simulation mit und da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Kiel. Der Rest wird dann schnell simuliert gegen St. Pauli und gegen Wiesbaden. Nächste Frage dreht sich um die Personalie Rot. Ich habe nachgefragt, ob wir diesen Jugendspieler letztendlich mit in die Jugendakademie übernehmen sollen und die Warte dafür, dass wir den mitnehmen sollen und dass wir den dann letztendlich auch trainieren und später auch verkaufen können. Ich meine, mal gucken, was er für eine Gesamtstärke haben wird. Er wird wahrscheinlich über eine 60 sein. Da kann man ja auch direkt mal sein Potenzial einsehen und ich würde sagen, wir verpflichten den auf jeden Fall. Ich habe ihn noch in einem argentinischen Bericht haben wir auch noch zwei. Dann würde ich sagen, ich nehme die beiden einfach auch mal mit. Kann ja nicht schaden, wir gucken einfach mal. Rot hat tatsächlich eine 62 und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Linkes Mittelfeld und rechter Flügel, aber die Werte sind halt jetzt nicht so optimal. Der gute Freistoßpräzise ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und dann haben wir auch tatsächlich noch zwei Transfervorschläge für diese Folge und zwar wurden dort folgende Spieler genannt. Handelt sich hierbei um zwei Stürmer. Einmal um Ricky Jake Jones von Liverpool und, na gut, ist ein Schwede. Spricht man die dann Lane aus? Da bin ich mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall, oder ja, Jack Lahn werde ich ihn jetzt einfach mal aussprechen. Es sind Schwede und zwei Stürmer, die auf jeden Fall feilschnell sein sollen. Dann möchte ich gerne sagen, auf jeden Fall vielen Dank für euren Support auf die letzten Folgen. Freut mich immer wieder sehr, wie ihr fleißig Kommentare schreibt, das Video liked und so weiter. Auf jeden Fall gerne so weitermachen, damit wir halt uns was Ordentliches hier aufbauen können natürlich. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt steht natürlich auch schon das erste Spiel an. Es wird eine normale Simulation auswärts gegen Holstein Kiel sein. Also wir gehen rein theoretisch als Favorit in diese Partie rein. Ich glaube, Holstein Kiel ist Elfter, wenn mich nicht alles täuscht. Also da sollte halt einiges drin sein für uns. Müssen auch so ein bisschen hoffen, dass Mainz vielleicht mal ein bisschen patzt. Die sind im Moment nur noch zwei Punkte vor uns. Ja, den letzten Spieltag tatsächlich nur unentschieden gespielt, wo wir gegen Aue 3-0 gewonnen haben. Aber auf den ersten Schuss müssen wir halt noch warten. Es ist schon... Es sind schon 35 Minuten gespielt und jetzt kommen die Kieler mal, da ist einer frei und da ist die Nummer 2. Wer ist denn eigentlich die Nummer 2? Das dürfte Pembele sein, der blockt hier den Schuss. Ja, das sieht nicht schlecht aus, das sieht nicht schlecht aus. Ah, guter erster Schuss auf jeden Fall von uns. Aber jetzt ist er durch, der Xavi Simons, nein, er steht frei vor dem Keeper, vor Gelios und macht ihn nicht rein. Das ist es dann halt, da fehlt ihm teilweise um die Kaltschnäuzigkeit, dem Xavi Simons, obwohl er in der letzten Zeit eigentlich oft getroffen hat. Herwagen mit dem 1-0 für Holstein Kiel in Minute 61. Jo Leute, 1-0 für Kiel. Abdullahi findet komischerweise in den Simulationen kaum noch statt, in den normalen. Ich weiß nicht, irgendwas ist da mit ihm los. Irgendwie trifft immer Simons die Tore, wenn Tore für uns fallen. Aber generell waren die Simulationen in der letzten Zeit nicht mehr gut. Oh Mann, die nächste Annäherung. Leute. Jo, das war's. Wir verlieren also in Kiel. Es steht 2-0 für Kiel, 87. Minute. Wir kriegen heute gar nichts gebacken. Wir verlieren tatsächlich 2-0 zu Hause gegen Kiel. Auswärts in Kiel. So, dann steht direkt im Anschluss auch das nächste Spiel an. Es wird ein Heimspiel sein gegen den HSV. Im Schnee, Alter, jawohl. So, und damit ein herzliches Willkommen hier aus der MDCC Arena, wo der 1. FC Magdeburg es heute mit dem Hamburger Sportverein zu tun bekommt. Am 23. Spieltag der 2. Bundesliga. Ist immer was Besonderes gegen den HSV zu spielen für uns, finde ich, weil irgendwie die Ergebnisse mal komplett irrtümlich ausgehen können. Was ist denn das für ein Torwart? Das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Ja, bei der Aufstellung von uns, Abo Leder im Tor. Viererkette mit Çalhanoğlu, Bella Kotschap, Kusun und Pembele. Busquets und Fein auf der Doppel-6. Drei Mittelfeld mit Blanco, Simons und Klein. Und vorne steht Süleyman Abdullahi. Übrigens Top-Torjäger in der 2. Bundesliga mit stabilen 18 Saisontoren. So, jetzt ist die Aufstellung. Ah, Lars Unnerstall, stimmt, der ist das. Sehen wir einmal die Aufstellung des Hamburger SV. Ein paar Hamburger erkennt man auf jeden Fall noch von Anfang an.
unter anderem ein Zombie, ein Nare. Und damit geht's also in die Partie hinein. Magdeburg empfängt den HSV hier im Schnee und wir sehen uns in Szene Nummer 1 wieder. Das ist fein. Für Abdullahi. Abdullahi mit der Übersicht für Busquets. Busquets an den Posten. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt wieder in der letzten Folge, wo wir auch zweimal Aluminium getroffen haben. Gegen Schrivelli. Nein, Schrivelli setzt sich durch. In Richtung Mitte. Und der Kopf war allerdings zu zentral. Und kein Problem für Arboleda. Oh, das war eine gute Parade von Arboleda. Weiß gar nicht, ob der Schuss sogar noch abgefälscht war. Auf jeden Fall kam der von Krüger. Oh nein, das war so ein krasser Fehler. Und der geht nur an den Außenposten. Nächste Möglichkeit für den HSV. Wieder ist es Florian Krüger, der diesen Ball nicht reinmacht. An Mainz heranzukommen wird jetzt nochmal eine schwere Sache. Ich meine, es gibt noch ein Rückspiel gegen Mainz. Da können wir vielleicht nochmal einiges probieren. Müssen wir nur hoffen, dass es besser als das erste Spiel läuft. Dass wir 3-0 glücklicherweise verloren haben. Also in der Hälfte 2 kommen wir nicht mal in die Hälfte der Hamburger. Bisher, es geht gar nichts. Ich habe keine Spielidee. Ich kann nichts irgendwie kreieren. Ich weiß nicht. Jetzt haben wir mal eine Idee da. Das ist Pembele mit der Flanke für Suleiman Abdullahi. Und der macht ihn rein. 19. Saisontor für den Nigerianer und da steht es 1-0 für den ersten FCM. Gute Flanke, Pembele hat sich da schön Laufweg durchgesetzt und dann ist Abdullahi eiskalt vor Unterstall und macht ihn rein. Schöne Brustannahme direkt mitgenommen mit dem schwächeren linken Fuß sogar. Aber eigentlich kein Problem für ihn, das hat er oft genug in dieser Saison gezeigt. Macht hier Saisontor Nummer 19 und bringt uns hier nach 63 Minuten oder 62 Minuten endlich mal in Führung. Wir wechseln dreimal. Xavi Simmons geht runter für Kai König. Madsen kommt drauf für Calhanoglu auf die linke Seite. Und Blanco geht runter für Sascha Busch. Wir wechseln die komplette linke Seite aus. Da geht mir echt zu viel über die linke Seite. Deswegen nochmal hier versuchen, ein bisschen Variabilität reinzubringen. Vielleicht mal die Möglichkeit, das ist Abdullahi für König. König ist frei. König kann es machen. König kann es entscheiden. Und er entscheidet vielleicht sogar die Partie. Sauber reingenagelt in die oberrechte Ecke zum 2-0. Für den ersten FCM, 80. Minute. Gute Übersicht von Abdullahi und dann ist König frei durch und der zimmert den einfach oben rechts rein. Keine Chance für Unterstall. Wieder ist es König, jetzt für Abdullahi. Abdullahi lässt hier Denise erstmal aussteigen, kann sich aber nochmal zurücksetzen. Aber trotzdem, oh mein Gott! 3-0, Abdullahi mit dem Doppelpack setzt hier den Knockout gegen die Hamburger. War sogar außerhalb des 16ers, aber was für eine krasse Schusstechnik hier vom Nigerianer. 20. Saisontor für ihn. Es war nicht ganz außerhalb, aber trotzdem sauber abgezogen. Rechts in den langen Winkel. Saustarke Schusstechnik auf jeden Fall von ihm hier. Und in den letzten 30 Minuten fallen die Hamburger hier komplett auseinander und geben tatsächlich ein 3-0 in Magdeburg her. Oh jawoll, Oliver Diekmann. 600.000 Mark mit. Ich glaube, der könnte gar nicht so schlecht sein. Oder? Ja, einmal Oliver Diekmann, 56er Gesamtstärke, ZDM und ZM Position. Er ist halt wahrscheinlich nicht mal ein ZDM. Also der Typ kann auf jeden Fall, hat einen ganz guten Antritt an sich, wird sich jetzt natürlich alles verbessern, hat gute Dribbling-Werte. Also seine Defensivwerte sind jetzt nicht der Hammer. Deswegen, ich würde ihm gerne eine andere Position antrainieren lassen. Wo seht ihr denn eigentlich den Diekmann eher auf dem Flügel? Im Zentrum, vielleicht auf der 10 oder auf dem linken oder rechten Flügel? Zur Info, der Typ ist Rechtsfuß und hat 5 Sterne schwacher Fuß. Wir spielen jetzt auswärts gegen Wien Wiesbaden. Das wird eine Schnellsimulation werden. Und ich würde sagen, da gehen wir auch rein, aber ich würde vorher trotzdem noch Gebauer die Chance geben. Wünsche mir auf jeden Fall Glück. Bitte holt einen Sieg in Wiesbaden. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Wir gehen 4-0 in Wiesbaden. Wir haben die wieder mal so abgeschossen. Tore von Blanco Doppelpack. Gebauer hat getroffen und Kai König trifft auch erneut. Damit steht das nächste Spiel an. Es wird ein Heimspiel sein gegen den SV Sandhausen. Das letzte Spiel lief ja nicht so gut. Das haben wir im Pokal leider verloren gegen Sandhausen. Wir haben uns ja da aus dem Achtelfinale rausgeworfen. Bisschen schade. Aber wir gehen jetzt in die Pressekonferenz rein. Können sie den direkten Aufstieg schaffen? Wir kämpfen definitiv bis zum Schluss, aber eigentlich bin ich der Meinung, dass wir es schaffen sollten. Im letzten Duell stand es am Ende 3-3. Wie gehen sie dieses Spiel diesmal an? Wir konzentrieren uns auf die Abwehr. Die Offensive haben wir, die Verteidigung muss stimmen. Zuletzt hat ihr Team schwankende Leistungen gezeigt. Wie sehen Sie diese Formschwankungen? Achso, da meinen Sie wahrscheinlich die Niederlage gegen Kiel. Wir werden allen zeigen, was wir können. Wie gesagt, wir haben jetzt wieder ein Hoch. 3-0 gegen Hamburg, 4-0 gegen Wiesbaden. Wir können jetzt nochmal irgendwas draufsetzen. Denn dazu sind wir jetzt auch irgendwie gezwungen. Letztendlich geht es jetzt also um das Spiel gegen den SV Sandhausen. Wir sehen uns also erneut in der MDCC Arena wieder. Damit ein herzliches Willkommen hier erneut aus der MDCC Arena. Zwei Heimspiele heute, jawohl. Wo der 1. FC Magdeburg es am 25. Spieltag mit dem SV Sandhausen zu tun bekommt. Ich habe mal ein bisschen durchrotiert. Unter anderem steht Behrens im Tor. Ich habe ihm mal die Chance gegeben, genauso wie Lance Eaton in der Endverteidigung für Bella Kotschap. Arna spielt von Anfang an auf der 6 für
Adrian Fein. Ich habe Terodde mal mit auf die Bank mitgenommen. Klar, wir haben gegen diese Mannschaft in diesem Kalender oder in dieser Saison noch nicht gewonnen. Das Hinspiel war ein 3:3. Das Pokalspiel war ein 4:2 und oder ein 2:4 aus unserer Sicht. Also ich würde jetzt schon gerne das Ding noch auf einen Sieg für uns bestellen und ja, auf jeden Fall Punkte holen ist wichtig. Hier sehen wir übrigens unsere Aufstellung. Behrens im Tor, Viererkette mit Çalhanoğlu, Eden, Kusunu und Pembele, Doppel-6 mit Kana und Busquets, Dreier Mittelfeld mit Blanco, Simmons und Klein und vorne steht erneut Abdullahi. Hier dann die Aufstellung auf jeden Fall von Sandhausen. Chirov auf jeden Fall hängt seine Fußballschuhe an den Nagel, wurde auf jeden Fall genannt. Es ist seine letzte Saison. Josip Drmić kennt man noch. Unter anderem für Gladbach damals gespielt in der Bundesliga. Sogar gar nicht mal so schlecht, glaube. Und damit gehen wir jetzt in die Partie hier hinein. Magdeburg gegen Sandhausen. Der Schnee ist mal wieder weg. Wir sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. Simmons mit einem starken Ball für Blanco. Der Richtung Mitte mit dem Ball. Da ist Abdullahi. Schade. Aber immer in der Ecke für uns. Erste Torernährung. Der Ball von Simmons, der war klasse für Blanco. Oh, das ist ein dicker Abwehrpanzer. Und da ist Abdullahi durch. Abdullahi kann es machen. Abdullahi. Macht's nicht. Ach Mann, schade. Wer wurde da noch gestört? Ich wollte gerade abschließen. Abdullahi, Kana. Oh, ist das wunderbar gespielt. Und da steht es 1:0. Es ist Xavi Simmons. Was war das für eine Übersicht von Marco Kana? Vor allem, was war das für ein genialer Pass von Marco Kana? Schönes Tor. Wunderschönes Tor. Gut herausgespielt. Hier sehen wir es nochmal. Abdullahi mit dem Ball für Kana. Und der dann einfach mal an den zweiten Pfosten, wo Xavi Simmons komplett allein gelassen wurde. Kompletter Blackout von der Nummer 4. Ist das Saisontor Nummer 21? Man weiß es nicht. Ich denke mal schon. Oh, der Torwart hat hier die Möglichkeit, den noch zu halten. Was war das für ein Schuss? Das war viel zu übermütig. Warum mache ich den nicht einfach ganz normal rein? Das ist Xavi Simmons, der jetzt diesmal für Abdullahi. Warum kommt der Torhüter nicht raus, Mann? Oder ist jetzt mal die Möglichkeit? Und da sind sie zurück. Und deren erste Schusschance sitzt mal direkt. Simmons. Nein, oh Mann. Lenz Igner hat den Ball, schenkt ihn wieder her. Nächster Ball gefährlich jetzt für Sandhausen. Und da ist jetzt Behrens tatsächlich mal mit der Parade auf. Simmons. Simmons kann ihn anspielen. Simmons kann Terodde anspielen. Terodde kann abziehen, legt ihn zurück. Oh Mann, ich hab mir wieder so viel Zeit gelassen. Das Problem ist halt, dass Terodde locker eingeholt werden würde, hätte irgendwie die Wortwahl halt. Spiel endet unentschieden. Super. Ich hasse den SV Sandhausen jetzt offiziell. Die Mainzer gewinnen natürlich. Die haben jetzt 9 Punkte Vorsprung. Ich glaube, die Meisterschaft ist entschieden. Wir haben jetzt die 2 Abschlussberichte für Ricky J. Jones. Eine 73 sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der hat übertrieben viel Sprinttempo. Und Jack Lane, je nachdem. Gar nicht mal so schlecht mit einer 72. Die sind auch relativ jung noch. Aber wir haben, okay, wenn Abdullahi sich verkaufen sollte, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass definitiv für ihn ein Angebot kommen wird, dann wäre vielleicht das Interesse da an einen von diesen beiden Spielern. Und dann geht es jetzt gegen St. Paul. Pauli, Schnellsimulation, letztes Spiel für heute. Wir sind im Moment Tabellen-9. Ich setze natürlich wieder die beste Formation. Das bedeutet auf jeden Fall Gebauer wieder rauf. Und damit geht es dann in die Schnellsimulation. Auswärts gegen St. Pauli. Bitte, 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 bitte holt einen Sieg für uns, liebe Magdeburger. Wir gewinnen 2:1. Sehr gut. Abdullahi und Adrian Fein treffen am Ende. So, jetzt würde die nächste Partie anstehen. Allerdings soll es das bei der heutigen Folge erstmal gewesen sein. Wir gucken immer noch auf die nächste Folge, wer dort alles so in Frage kommen könnte als Gegner. 8 Spiele sind es noch. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen 2x4 mit. Also nächste Folge 4 Spiele, danach die Folge 4 Spiele und ich würde sagen, 2 selbstgezockte und eine Schnellsimulation und eine normale Simulation. Zur Auswahl stehen dann letztendlich Rostock, Union Berlin, der VfB Osnabrück und Mainz 05. Deswegen auf jeden Fall gerne 2 Gegner reinschreiben, gegen die selbstgezockt werden soll. Dann noch einen für die normale Simulation und einen für die Schnellsimulation. Also wie gesagt, das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like auf diese Folge da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr weiter zu verpassen. Wie gesagt, kurz vor den 50 Abonnenten stehe ich, deswegen ganz gerne diesen Kanal abonnieren. Auch ganz gerne Kommentare schreiben für Transfervorschläge, für weitere Anmerkungen über diese Karriere und weiteres. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke nochmal für euren Support und bis dahin haut rein. Ciao.